Hallo Leute, ich bin hier, Waldi. Wir wollen heute mal wieder drehen. Waldi erklärt euch die Welt, ja. Und wie ich immer so sage, man muss ja immer sich alles anschauen, angucken und mithören, damit man dann später irgendetwas berichten kann, ja. Und wie gesagt, Waldi erklärt euch die Welt. Das habe ich schon seit einer gewissen Zeit immer im Gange und ich finde das gar nicht mal so schlecht. So, ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben, ja, und ich fange jetzt mit der Sicherheit in Deutschland, ja. Also zum Beispiel Ostdeutschland, also die Menschen da, die da leben, die sagen, dass früher, also in der DDR-Zeit, ja, waren die Leute da sicherer als jetzt in Gesamtdeutschland, ja. Also jetzt ist ja so schlecht geworden, dass die Menschen einfach am Abend Angst haben und in der Nacht umso mehr. Also sich zu bewegen, frei bewegen in der Stadt oder überhaupt. So Leute, also unsere Regierung, die Ampel, also die haben bis jetzt also voll versagt, ja, und die haben ja auch nichts im Griff und die neuen Gesetze, die sie erlassen, ja, das ist eine Katastrophe. Also die müssten so bald oder so schnell wie möglich weg, ja, Platz machen für neue Regierung, ja, weil das, was da jetzt so läuft, ist ja nichts. Das sagt ja jeder. Leute, schon allein das, was jeden Tag passiert, also Überfälle, Schlägereien, Bedrohung, Messerstechereien, Vergewaltigung, immer öfter, Kinderschände laufen rum und belästigen Kinder, also sind unterwegs, geschossen wird auch noch mit Pistolen und so weiter. Also das ist, also das geht nicht, das geht auf keinen Fall. Wir leben ja nicht in wilden Westen, wilder Westen ist ja schon vorbei, schon lange vorbei, ja. Und das ist noch nicht genug, ja. Dann die Einbrecher, also überall wird eingebrochen und gestohlen. Und auch wenn man sich in der Stadt bewegt, Taschendiebe und so weiter. Und die Bettler, die da sitzen überall, ja, und wollen alle Geld, ja. Also wo leben wir denn? Auf dem Mond? Das geht auf keinen Fall. So, zum Beispiel, was ich noch sagen will, böse Menschen, ja. Zum Beispiel bei uns sind hier alles gute Menschen. Egal, was die einstellen oder so, was die verbrochen haben und so weiter. Das sind alles gute Menschen, ja. Ich wundere mich, dass mit so einer Bezeichnung kommt man ja hier, ne? Also in Amerika zum Beispiel, da unterscheidet man, in Amerika, sage ich nochmal, in Amerika unterscheidet man zwischen bösen und guten Menschen, ja. Weil die, was jetzt Scheiße machen, Scheiße bauen, die gehören zu den bösen Menschen. Auch wenn das hier einem das nicht gefällt, diese Bezeichnung, ja. So, jetzt komme ich auch noch zu der EU, ja. Also die ganze Chefin von der Leyen, also ich kann die nicht mehr hören und sehen auch nicht. Also die ist ja eine volle Katastrophe, ja, also voll korrupt und ihre da mitmache, die bei ihr sitzen, die machen das genauso wie sie auch, ja. Also ich weiß es nicht, das ist voll scheiße. Aber was komisch ist, ja, die Mitgliedstaaten, die haben immer weniger zu sagen, ja. Also das ist unglaublich. Die Ursula, die ist ja die ganze Chefin, die ganze Boss, dann hat sie ihre Leute, also ihre Securities und so weiter, wie man die benennen soll, weiß ich nicht. Auf jeden Fall die Mitmacher und die Mitgliedstaaten, die haben nur zu gehorchen. Leute, wo leben wir denn? Ja? Und sie ist diejenige, die jetzt sagt, wo es lang geht. Ja? Also das ist doch nicht normal. So Leute, jetzt kommen wir nochmal zurück zu unserer Ampelregierung, ja. Also die Ampelregierung will immer noch der Welt zeigen, was Deutschland für ein Vorzeigeland ist, ja.
Jetzt komm ich. Jetzt komm. Wie gut wir sind. Also mit 1000 kaputten Brücken, ja, mit 1000 kaputten Brücken, da, ich weiß nicht, wo kannst du dich hier loben? Also, das war ein Witz, ja. Und dann Berliner Flughafen, ja, schon über 20 Jahre wird gebaut, ist ja teilweise schon freigegeben, aber auch noch nicht ganz, ja. Dann, das wird ewig gebaut, ja. Also mit den kaputten U-Bahnen, die wir haben, ja. Diesen schrottigen U-Bahnen, was wir haben. Also wo willst du was zeigen? Wo? In China haben sie einen Flughafen gebaut, so in einer Form von einer Spinne, ja. In nicht ganze 4 Jahre haben sie dazu gebraucht. 3 Jahre und 9 Monate. Also in der Türkei sogar einen Flughafen hat man gebaut in 3 Jahren, ja. Und hier wird alles ewig gebaut, weil sind zu viele, die kassieren und die wollen nicht schnell bauen, weil alle wollen, alle melken diesen Staat, ja. Und alle kassieren ohne Ende und deswegen wird das alles so in die Länge gezogen. So ist das. So Leute, jetzt tun wir mal Thema wechseln, ja. Und jetzt kommen wir mal zum NATO-Einsatz, also Einsatz und so weiter. Also es geht jetzt um die Mobilisierung der NATO, ja, Vorbereitung zum Krieg, ja, also das ist voll bescheuert, ne. Amerika ist der ganze Boss, ja, also der Don Amerika Boss, ja. Also das sind doch Sachen, die nicht mehr normal sind, ja. Und also der Rest der NATO, die gehorchen wie ein Hund, ja. Also der Also Amerika ist der Don Boss, ja, und hier die anderen, das sind die Mitläufer, ja, und die gehorchen und fressen aus der Hand, ja, also das ist nicht normal. So, und der ganze ukrainische Präsident, ja, der Zelensky, der will ja, dass die ganze NATO reinkommt und das der will ja einfach den dritten Weltkrieg, ja, dieser Komiker, dieser dumme Komiker, ja, und hier gehorcht man auf ihm, alles, was er sagt, wird gemacht, und wenn nicht, dann schimpft er, er ist dann sauer, ne, wenn man ihm nicht gehorcht, ja, also hier, wie weit kann man denn fallen, also ich weiß nicht, unsere Politiker, die sind als Babys vom Tisch runtergefallen und genau auf den Kopf, deswegen sind sie so blöde. So Leute, jetzt kommen wir zum Krieg in Gaza, ja. Also das, was da passiert, das ist ja Völkermord, ja. Und das ist eine Katastrophe, sowas darf ja gar nicht passieren. Und dass man das zugelassen hat, dass es so weit gekommen ist, ja. Ich verstehe alles, also das mit den, was sie da entführt haben, die Hamas und so weiter und wie die da alle heißen. Aber das, was jetzt passiert, das darf ja nicht sein. Das darf ja nicht sein. Du kannst ja nicht, ja, einem Land, der jetzt sowieso hört auf keinen, ja, und kämpft da, ich weiß nicht, ob das ist Kämpfen oder Abschlachten von Menschen, noch finanzieren, noch Geld geben, damit die noch sich für das Geld Waffen holen, ja. Also so etwas ist kriminell, ja, kriminell. So, und nehmt euch jetzt mal Den Haag, ja, dieses internationale Gericht da für die Kriegsverbrechen und, ja. Also, wenn man jetzt von Amerika die ganzen Kriege betrachtet, die Amerika schon durchgeführt hat, ja, da müssten ganz, ganz viele Präsidenten, ja, eingesperrt werden, ja. Da ist ja kein einziger, noch nicht mal Böse erwähnt, ja, und hier der Putin, natürlich, jeder Krieg ist scheiße, man muss ja aber gucken, dass man Frieden findet, ja, also praktisch ein Abkommen, Frieden, und nicht nur Waffen, Bomben und alles Mögliche da schickt, und dann droht man, ich sage ja, da müssten schon viele Präsidenten, amerikanische Präsidenten, im Gefängnis sitzen. So Leute, egal wie man das sieht, ja, oder betrachtet, ja, also man muss ja
eins betonen, ja, dass zur jetzigen Zeit gibt ja nur ganz wenige vernünftige Politiker, ja. Ich meine jetzt nicht nur Deutschland, ich meine jetzt ganz Europa, wenn nicht die Welt sogar, ja. Also nehmt euch jetzt mal der Viktor Orban, ja. Das ist ein Mann, der hat ja nach Frieden gesucht. Der ist ja zum Zelensky gefahren, der ist ja nach Amerika gefahren und. Und der versucht, etwas zu erreichen. Natürlich, er ist dann der Böse, ne, weil alle wollen Krieg und er will das aufhalten. Ja. Das ist hier Geldmacherei. Waffen kosten einen Haufen Geld und Munition. Ja. Alle kassiert Geld. Ja. Denen sind die Menschen scheißegal. Ja. Und deswegen ist er jetzt der böse Bub. Aber guckt euch mal auch Dänemark an. Ne? Dänemark versucht schon seit einer längeren Zeit, die Ursula von der Leyen wegschaffen als Chefin der EU. Ganz die degradieren versuchen sie. Und die Staatsanwaltschaft packt das nicht, weil sie hat alle Beweise verschwinden lassen mit den 35 Milliarden, was sie da diesem Geschäft gemacht hat, ohne dass einer das wusste. Ja? Und jetzt auch aus Polen, die eine Eva Zajączkowska, die hat die so beschimpft, die Ursula, sie sagte ihr in die Augen, dass sie geht ins Gefängnis. Sie hat ihr offen gesagt, sie geht ins Gefängnis und nicht als Chefin der EU. Ja? Und die, was sie gewählt haben, die haben alle Schmiergelder bekommen, damit sie weiter an der Macht bleibt. Das ist doch Korruption. Also, so Leute, okay, bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal, da finden wir wieder irgendetwas, was man ansprechen muss, ja? Und ich denke, das war's. Okay, tschüss.